Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und beim Atzenberger zuschaut, denn heute gibt es das hier bei mir. Schaut mal, was ich für eine schöne Chipsorte gefunden habe. Von Snack Day haben wir die Bio-Kessel-Chips und das Ganze im Kräuterquark-Style. Ja, fand ich interessant. Ich bin heute im Lidl einkaufen gewesen. Da sind mir die ins Auge gefallen, habe ich gedacht, ja, nimm sie einfach mal mit und teste sie hier. Ja, dann ist es jetzt auch schon soweit. Wir haben Bio-Kartoffelchips in Schale gebacken, das Ganze mit Joghurt und Kräutern. Wir haben eine 125-Gramm-Packung, 1,99 Euro habe ich dafür bezahlt und gekauft habe ich diese Sorte, wie schon erwähnt, im Lidl. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wir fangen sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist und bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So schauen sie aus. Ich bereite den Testteller vor und dann probieren wir sie. So, und da geht es auch schon weiter bei mir. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt einen kleinen Teil der Chips entnommen. Die liegen jetzt hier rechts auf dem Testteller und die probieren wir jetzt. Vorher schauen wir sie uns natürlich nochmal aus der Nähe an. So, hier kann man auf jeden Fall gut erkennen, dass sie wirklich in der Schale gebacken worden sind. Ja, ein paar Kräuter kann man auch schon erkennen hier. Alles klar. Dann probieren wir jetzt mal. Ich bin gespannt. Ja, geruchsmäßig ganz normal nach Chips. Okay, ich beiß rein. Oh ja, oh, was ist das denn? Ja, die sind wirklich sehr, sehr, sehr crunchig. Also die sind ja schon richtig hart, die Chips. Also das gefällt mir jetzt nicht. Das ist bei anderen Marken auf jeden Fall besser gelöst. Haben auf jeden Fall eine, ja, gute Salznote. Das gefällt mir und geschmacklich. Ja, wirklich leicht nach Joghurt. Gut, von den Kräutern schmecke ich jetzt nicht viel. Mal noch einen probieren. Ne, auch hier wieder total hart. Also das, ne, das ist überhaupt nicht meins. Naja, wenigstens ist der Geschmack okay. Das kommt auf jeden Fall hin mit dem Kräuterquark. Aber die Konsistenz, furchtbar. Na, vielleicht muss man die Chips erst ein bisschen liegen lassen, damit die weicher werden oder so. Aber wie gesagt, das ist ja schon fast sowas wie Knäckebrot hier. Na, ein bisschen schade, das habe ich mir auf jeden Fall besser vorgestellt. Trotzdem relativ gute Chips. Ich zeige euch jetzt nochmal die Verpackung von der Rückseite mit den Zutaten und den Nährwerten. Und dann gibt es meine Bewertung. Ja, mehr wie einen Daumen nach oben kann ich jetzt hier leider nicht vergeben. Normalerweise wäre es der Doppeldaumen nach oben gewesen. Einen ziehe ich jetzt auf jeden Fall ab. Aufgrund der, ja, dieser Knusprigkeit, dieser Härte, sage ich jetzt einfach mal dazu. Also das ist wirklich ganz komisch. Geschmacklich sind sie auf jeden Fall okay. Kann man erkennen, Kräuterquark-Style, ja, kommt hin auf jeden Fall. Auch wie gesagt, gut gesalzen. Aber ja, das war's dann auch schon. Ihr könnt es natürlich trotzdem gerne mal nachkaufen und selbst probieren. Schreibt mir dann gerne was dazu in die Kommentare, wie euch diese Sorte geschmeckt hat. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Gut, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Ganz besonders natürlich über ein Abo, ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr mögt, schaut auch gerne wieder morgen bei mir auf dem Kanal vorbei. Da gibt es schon das nächste Testvideo. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Test, sagt euer Atzenberger.